Kennst du schon die Brücke Assirat? Nein, es sieht nicht so aus. Oder so. Oder so. Sie ist über der Hölle gespannt und führt zum Paradies. Sie ist dünner als ein Haar und spitzer als ein Messer. Jeder Mensch muss sie überqueren, aber nicht jeder wird sie gleich überqueren. Die Geschwindigkeit hängt von deinen Taten ab. Je mehr gute Taten du hast, desto heller wird dein Licht sein, den du ausstrahlst. Einige werden die Brücke mit Lichtgeschwindigkeit überqueren, da ihr Licht groß ist. Andere werden über sie rennen oder laufen. Andere werden kriechen. Je kleiner das Licht, desto langsamer bist du, weil du den Weg nicht siehst. Einige werden heil ans Ziel ankommen, doch andere werden das Feuer berühren oder sogar reinfallen. Die Hölle ist so tief, dass wenn ein Stein geworfen wird, der Stein 70 Jahre brauchen wird, um den Boden zu erreichen. Nun frage ich dich, ist es so schwer, in Ramadan zu fasten? Ist es schwer, die Sünden zu bereuen oder das Gebet zu verrichten? Ich frage dich, ist die begrenzte Lust dieser Welt es wert, bis auf alle Ewigkeit in der Hölle zu verweilen? Möge Allah es uns erleichtern und uns die Brücke überqueren, meine lieben Brüder und Schwestern.